Werte Reisende, um den Haushalt 2024 gerecht zu werden, muss man ihn verstehen und bewerten. Anhand einer anschaulichen Geschichte möchte ich dieses Wagnis eingehen. Hierbei geht es um mehr als bloß in Zahlen. Stellen wir uns einen Zug mit Lokomotive und Wagen vor. Der Lokomotivführer ist der Oberbürgermeister. Die Bahnangestellten, die Verwaltung und die Reisenden, die ca. 30.000 Einwohner unserer Gemeinde. Die Wagenreihung ist farblich unterteilt von links im Uhrzeigersinn, beginnend in grün, rot, rosarot, ocker, regenbogenbunt, gelb und Schattierung von hellblau-bläulich bis schwarz. Entsprechend der farblichen Waggons haben sich Bürgergruppen gebildet, die jeweils Zugbegleiter wohlgemerkt in den Speisewagen und nicht in den Schlafwagen entsandt haben. Den Gemeinderat. Des Weiteren führt der Personenzug sage und schreibe 9 Gepäckwagen, für jeden Stadtteil einen mit sich. Für 30.000 Reisende aber durchaus berechtigt. Diese Gepäckwagen beinhalten Kindergärten, Grundschulen, Feuerwehren, Sportanlagen, Kirchen und Amtsaußenstellen. Alles identitätsstiftend und sehr sinnvoll für das Gemeinwohl eines Dorfes und auch einer Stadt. Lediglich die Finanzierbarkeit dieser Wagen ist also in Frage zu stellen. Der Zug ist dementsprechend nicht zu lang, er ist schlicht zu schwer. Die entsandten Zugbegleiter zur Erinnerung, die Gemeinderäte, haben nun die Aufgabe, die anstehenden Arbeiten am Zug zu benennen, zu verteilen und nicht zu vergessen, eben auch zu finanzieren. Letztlich sind sie auch jene, die das Zugpersonal zu prüfen haben. Deshalb wurden sie entsandt. Ein wenig mehr Hintergrund, also mehr Futter seitens der Verwaltung, wäre hier eine dienliche Entscheidungshilfe für den Zugrat. Ergänzen möchte ich an dieser Stelle einfach auch mal den Koffer, den unser Oberbürgermeister aufgemacht hat, den hat er ja nicht mitgebracht. Den hat er hingestellt bekommen. Der war schon da, der stand herrenlos wie ein Giftkoffer im Speisewagen rum. Die Öffnung hat also neben der noch frischen Wäsche nicht nur ungewaschene Wäsche zutage gefördert, sondern auch ganz alte Socken. Die diesjährige Kontrolle ergibt demnach für diesen Zug leider ein schlechtes Ergebnis. Der letzte Lokomotivführer hat die Lokomotive auf offener Strecke an einer Blockstelle abgestellt, sich gerne am Affentanz im Speisewagen beteiligt, um dann als renommierter Silberrücken die sichere Flucht ins Abwärts anzutreten. Zurückbleiben wie so oft Reisende, die nicht dorthin gelangen, wohin sie ursprünglich wollten und die nach ihrem abrupten Halt in den durchgeruckelten Gepäckwagen nicht nur eigenes Gepäck suchen, sondern plötzlich auch ganz andere Dinge finden. Marode Bäder, unseriös sanierte Schulen, auf einer Müllhalde wartende Geflüchtete auf eine neue Heimat, überteuerte Feuerwehrhäusle und eben solche WCs auf öden Plätzen, die verschlossen sind, wenn man sie am nötigsten hat, etc. pp. Solch ein Verhalten im Vorfeld führt im Nachhinein oft zu politischem und letztlich auch bürgerlichem Verdruss. Gerade generierte Mehrheiten durch vorherige Absprachen zeugen nicht immer von einer sinnhaften Anwendung menschlichen Denkens. Hier sei vor allem die fehlende Weitsicht erwähnt, die gerade bezüglich der Bautätigkeit fehlt. Wenig konstruktives gegen einen OB-Frischling gerichtetes Gebaren ist nicht zum Wohle des Bürgers, sondern dient nur dem eigenen Ego. Ihr habt in der Vergangenheit mit euren Mehrheiten unsensibel gedealt. Wir haben alle nicht aufgepasst. Da wurden in der Vergangenheit die Weichen falsch gestellt. Wenn ich auf meine Fragen immer wieder, vor allem aus der hellblau-bläulich-schwarzen Ecke höre,
Das haben wir schon immer so gemacht. Und ich gleichzeitig sehe, wie er mit dem Rücken zur östlichen Wand sitzt und weiß, dass dort hinten Moskau liegt. Dann fallen mir stets die alten sowjetischen Fünfjahrespläne ein, starr, antiquiert und unflexibel. Willy Brandt prägte einst sinngemäß den Satz, wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Wir haben für den Bürger da zu sein und nicht umgekehrt der Bürger für uns. Dem wird dieser Gemeinderat nur sehr bedingt gerecht. Die Selbstdarstellung Einzelner führt immer wieder zu unflätigen Bemerkungen, die an der Sache, wegen der wir eigentlich hier sind, vorbeigeht. Nun sind also nach dem von einem guten Teil der Reisenden neu gewählten Lokomotivführer die fetten Jahre vorbei. Wenn wir ehrlich sind, waren die fetten Jahre aber schon länger vorbei. Denn der Neue zeigt diese Missstände an und soll aber sogleich diesen viel zu schweren Zug wieder flott kriegen, soll und darf aber keinen der neuen Gepäckwagen abhängen. Hier tritt nun Zugführer Kern auf den Plan und versucht, den Gepäckwagen wieder leichter zu machen, um wenigstens über den Berg zu kommen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass Zugführer Kern stets besonnen und mit ruhiger Hand versucht, diese schwere Aufgabe mit seinem Team anzugehen. Ein Glücksfall für diesen Zug. Ziel ist es nun, das nötige Gepäck den Reisenden zuzuordnen und unnötiges Gepäck aus dem Zug zu werfen, um ihn wieder in Fahrt zu bringen. Und eins noch, sollten wir die nächste Haltestelle, 9. Juni, Europa- und Kommunalwahl, erreichen, wartet dort auf einem Nebengleis ein alter, verrosteter, kackbrauner Kurswagen, der gerne mitgenommen werden will. Gerade um ein gutes Stück Last erleichtert, würde ich sagen, den lassen wir einfach stehen. Abschließend und damit am Ende des Zuges angekommen, dort führen wir Menschen doch immer auch ein bloßes Fahrgestell namens Hoffnung mit, welches wir täglich neu gestalten und aufbauen können. Die Großwetterlage in unserer Welt bringt derzeit eine schmelzende Polkappe vom Atlantik und strömenden Regen vom Atlantik her und einen eisigen Wind von Osten. Echt schwierige Zeiten also. Am Ende unserer Kraft und mit klammen Händen haben wir aber doch immer noch ein Streichholz, um wenigstens eine wärmende Kerze ins Fenster stellen zu können. Ein versöhnliches Bild, wie ich finde, und die fortschrittliche Technik macht es möglich. Sie können sich das jeden Abend nach der Tagesschau und vor dem Schlafengehen als Betthüpferle reinziehen, wenn Sie das wollen. Werte Reisende, lieber Zugführer Kern, die BBV stimmt dem Haushaltsplan 2024 zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.